Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017. Der Helfer hat hier wieder super Arbeit geleistet, so wie man ihn kennt. Und ich hasse es. Meine Güte. Also auf jeden Fall, Top-Leistungen vom Helfer. Gefällt mir. Daumen nach oben. Oh, nee. Gott, jetzt siehst du gar nichts mehr. Ja? Ich sehe nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Also, ich sehe da nichts mehr. Nichts, nada, nichts mehr. So, wenn ich jetzt nochmal hochfahre, sollte jetzt eigentlich dann passen, hoffe ich. Irgendwo. Ab da muss nochmal gedüngt werden. Laut dem ganzen Informationsmaterial. Fahre ich halt hier nochmal drüber. Ja, genau. Da sieht es doch gut aus. Heute wird auch der Tag sein, wo ich die ersten Kühe kaufe. Mal schauen, ob das was wird mit den Kühen. Ich glaube, dann werde ich hier sogar einiges vernachlässigen wieder. Und mich nur noch auf die Kühe konzentrieren, so wird es wahrscheinlich ausgehen. Und so ist das eigentlich auch dann in kurzer Zeit mal so gedacht. Aber ich möchte mich dann auch wieder hier drauf konzentrieren. Auf die ganze Feldarbeit. Aber ja, dann erstmal die Kühe ins Laufen bekommen. Wenn die ordentlich Geld bringen. Wenn nicht, ist es blöd. Oh, jetzt regnet's. Jetzt kann ich eh nichts machen. Oder schneit. Keine Ahnung. So. Kommt da sogar noch ein bisschen Frost dazu. Ich hoffe, dass ihr dann hier noch ein bisschen wächst, aber so sieht es momentan nicht aus. Schade. So, komm. Mach schneller. Bitte, 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 bitte. Holmers im Sonderangebot. Jetzt sämtliche Maschinen für 36 Stunden. Muss ich mal gucken, was es da denn gibt. Also rein theoretisch. Was hat denn das Füllvermögen? Moment. Ich glaube nicht, da hole ich mir sogar eins im Angebot. Große Nachfrage für Zuckerrüben. Mann, nö, hab ich nicht. Wo überhaupt und für wie viel? Würde mich jetzt interessieren. Das ist nichts. Die großen Nachfragen bringen nichts mehr, ist so meine Meinung. Dreschen im Regen oder Hagen? Ach komm. Doch ein Blödsinn. Also auf Sonderangebote zu warten, sollte man nicht machen. Man sollte zwar vielleicht ein bisschen was einlagern, bis man preisgut steht oder sowas, aber nee. Ach Gott, es funktioniert. Oh Gott.
Oh Gott. Ich habe mir das irgendwie besser vorgestellt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das ist ein Scheiß. Das ist doch ein Scheiß. Sorry. Ist ein Scheißgerät. Soll lieber hinter mir herfahren. Und dann so. Ach so, ist es Scheiß. Das ist echt ein Scheiß so. Wird gleich wieder verkauft. Gleich wieder verkaufen. Ist ein Scheiß. Ein Scheiß wird nicht gekauft. Können wir gleich wieder verkaufen. Wird sich ein gescheites gekauft. Relativ gescheit. Mehr weg. Kauft man sich sowas hier. Kann man halt das Ding auch gleich mit dranhängen. Ist halt der Vorteil. Aber nee, gut, wollte ich eben anders, weil ich so gedacht habe, so geht's schneller, so wäre es einfacher. Aber nee, natürlich nicht. Immer wieder diese Sonderregelungen. Wo es eigentlich auch nicht die Arbeitsbreite ist, die ich mir vorgestellt habe, aber ja, mal gucken. So, sammeln wir das Ganze gleich mal mit ein. So. Obwohl, das passt sogar eigentlich von der Arbeitsbreite her exakt. Oh, ich hab immer noch so verdammt schnell. Ja gut. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Du kannst ja nicht anfangen. Ja gut. Sieht das auch von der Textur hier viel besser aus, wenn ich das mal so mit den Vorjahren vergleiche, das Gras. Ich will eigentlich nur ein Gras, wo ich dann halt auch dann später sparen und sonst was kann. Das Feld ist jetzt eigentlich gut. Ich hätte es auch vom Straßengraben oder so nehmen können oder vom Felderrand, aber das ist nicht so gutes Gras, glaube ich, und so von der Masse her nicht so viel. Ich glaube, da ist sowas doch, ich weiß es nicht, ob das jetzt die richtige Variante ist, aber ich glaube schon. Wir kriegen jedenfalls alles weg, das passt. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt, dass wir es so machen. Aber wir sind halt erstmal bei 50% oder sowas. Das ist halt noch wenig, aber sollte eigentlich mit der Zeit immer mehr werden. So. Prozent haben wir schon, sehr schön. Wenn wir damit dann fertig sind, lassen wir das Ding da und wir kommen mit einer, wir fahren das Silageschild, Silageschild runter.
zur, ja, wisst schon, zur Kuhwiese. Und weil das wird ja erstmal Silage gemacht, dann wird noch ein bisschen Gras gemacht und dann werden die Kühe gekauft. So ist eigentlich meine Planung gewesen, wie es von der Reihenfolge gemacht wird. Und demnächst wird auch noch was anderes gekauft, mal gucken, dass wir da noch irgendwas verkaufen können dann. Müssen wir dann selber auch mal überlegen, nochmal. Aber der Fan kommt gut zurecht, der ist genau für die Größe, was ich da betreibe, richtig. Das ist schon mal gut. So. Nächste Bahn. Also war es doch die richtige Entscheidung, das Feld zu nehmen dafür. Das passt. So, dann machen wir das Ding gleich aus. Genau. Jetzt. Oh, hat sogar, glaube ich, gepasst einigermaßen. Dann lassen wir das mal hier. So. Holen uns das Elages-Schild. So, das Elages-Schild, komm her. So. Boah, Gott. Ah, deswegen. Okay. So, und dann fahren wir mal zur Kuhwiese. Auch wenn ich jetzt hier ein Stoppschild mitschlepp. So, jetzt nicht mehr. Gut. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt ist irgendwo da. Da ist es doch. Wow, das ist ein bisschen großes Silo. Hä? F1? Entkoppeln? Hä? Ach, hier muss Häckselgut rein, im Ernst? Seit wann muss da Häckselgut rein? Kann man aus Gras keine Silage mehr herstellen? Im Ernst? Das meint ihr jetzt nicht im Ernst, oder? Oh nö. Noch nö, das ist mein Plan. Mehr oder weniger schief. Es ist scheiße, dass da nur Häckselgut reinkommt. Muss ich mal ein bisschen überlegen. Muss jetzt echt mal ein bisschen überlegen, was wir da mal am schlauesten machen. Schon wenig. Weil die Überlegung ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber ja, ist halt ein bisschen kompliziert gerade.
Ja gut. Schade, dass das nicht so funktioniert. Weil früher im LS15 konntest du Gras auch zur Silage verwenden. Aber es funktioniert jetzt nicht mehr. Schade. Da brauchst du echt Häckselgut. Zum Beispiel, der konzentriert sich auch schon nur auf Meister üben. Nee. Hä? Was hat denn der da jetzt angepflanzt? Raps, oder? Ja, das ist Raps. Bin gerade am Überlegen. So, füll mal ein. So. Ja, ein bisschen blöd gerade. Weil ich mir das einfacher vorgestellt habe gerade, aber. Schade. Wie viele Schweine seid ihr jetzt eigentlich schon? Wurden es jetzt wegen mehr oder weniger? Geht. Sauberkeit 0%. Ui. Ui, kümmere ich mich drauf. Aber wie viele Schweine seid ihr? Das war die Frage. 11. Nein, theoretisch könnte ich 2 mitnehmen. Oder wie ist die Pro. Diese Schwein in 4 Stunden. Ja, rein theoretisch würde es Sinn machen, wenn ich es mitnehme. Da könnte ich 2 mitnehmen. Oh Gott. Ist doch wieder sauber, ihr Schweine. So. Gut, dann nehme ich mal 2 von euch mit. Auch gut. So. Nehme halt welche mit von euch 2. Dann bin ich nämlich wieder bei der Ausgangsmesse, da habe ich 6.000 zwar dadurch jetzt schon verdient. Gut, das ist nicht viel, aber ja, ist auch nicht zu wenig. Du. Oh. Ne, gut. Haben wir 6.000 Euro an Bord. Ungefähr. Ist jetzt noch nicht die Welt, was ich eigentlich produzieren möchte, aber ja, mal schauen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Ich glaube, wenn es auch mehr werden, mehr Schweine, dann sollte das eigentlich auch irgendwann mal hinhauen, dass wir mal auf richtig groß Zucht gehen können, aber jetzt momentan noch nicht. Und da sind wir einfach momentan noch viel zu klein. Viel zu klein. Und das lohnt sich einfach noch gar nicht. In 4 Stunden kommt ja schon wieder das nächste Schwein, also. Ja, sollte eigentlich gut hinhauen, dass wir da ein bisschen was erhalten, geldtechnisch auch. Geldtechnisch hoffe ich mir schon ein bisschen was hier.
War nicht hier irgendwo eine Brücke? Hier vorne war doch irgendwo eine Brücke. Ich weiß schon gar nicht mal wo. Ja, wo ist denn? Ach nö. Da vorne, ich sehe es jetzt. Komm, 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 komm. Nicht zu weit. Nee, komm. Wir rangieren mal raus. Ich rangiere euch nur ein bisschen. Ist jetzt die Produktionsrate eigentlich wieder gesunken? Für 15, ne. Ne, mal gucken. Müssen wir mal wenn gucken, dass wir da mehr produzieren. Auch oben. Ist ein bisschen blöd, was wir da hinten. Dass das halt funktioniert. So wie ich mir das so vorstelle. Ich würde eigentlich die Schweine dann gleich mitnehmen. Schweine soll ich schon. Die. Och komm, jetzt fällt mir der Name nochmal ein. Die Kühe. Dass wir dann Kühe mitnehmen, aber. Nee, machen wir nicht. Aber ich sehe schon wieder die Folge, hat schon wieder überlegen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.